Jo Leute und willkommen zu einem Video endlich wieder. Ja, ich war ein bisschen weg. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin immer noch kränklich. Seit meinem Geburtstag vor 4, 5 Tagen. Ich glaube, es war vor 4 Tagen. Vor 4 Tagen. Habe ich irgendwie ziemlich was abbekommen. Nicht nur Schnupfen, so Kopfschmerzen. Schnupfen und noch der jegliche andere Scheiß. Ich musste sogar noch ein bisschen brechen. Aber mir geht es jetzt zumindest besser. Ich hoffe, dass morgen auch meine Stimme ein bisschen besser ist, weil ich möchte natürlich morgen auch das neue COD-Update machen. Aber weil gerade nicht viel ansteht, habe ich gedacht, ich zeige euch mein Lieblings-Hero-Game und zwar Paladins. Es ist halt wirklich wie Overwatch 2 nur besser, weil Overwatch 2 scheiße ist, muss man ehrlich sagen. Deswegen freue ich mich, dass dass Paladins so gut ist. Und übrigens mit meiner neuen Maus, die habt ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, sondern nur gehört. Ja, so eine von, wie heißt die Firma? Von Razer. Nicht schlecht, hat ja wie gesagt diese Key-Teile, da kann man überall irgendwelche random Tasten draufpacken, wie ihr wollt, für schnelles Drücken, damit ihr nicht extra auf die Tastatur klicken müsst. Ist ziemlich praktisch. So, dann würde ich sagen, wir starten mal eine Runde. Übrigens, ihr könnt jeden Champion hier komplett freischalten, wenn ihr einfach spielt. Also, ihr spielt, bekommt dann solche Münzen. Es dauert aber ziemlich lange, bis ihr zum Beispiel 30.000 bekommt. Deswegen, spielt richtig viel. Aber dafür machen die Runden auch echt Bock. Und man ist schnell da. Boah, ich nehme, glaube jetzt erstmal ein Damage-Dealer, weil ich will Spaß haben gerade. Und dann nehme ich mal... wie nehme ich denn... Ich glaube, ich nehme den hier. Ich weiß, der gehört mir gerade nicht. Das ist so ein zeitlich begrenzter. Hier gibt es immer so zeitlich begrenzte. Und ich mache jetzt mal einen Booster an. Ich werde mir wahrscheinlich auch den Season Pass holen. Weil ich mag wirklich das Game. Hier, das erinnert mich irgendwie ziemlich an LOL. League of Legends. Warum sage ich das so komisch? So, und hier könnt ihr zum Beispiel schon eure Sets auswählen. Und die geben euch dann halt so Perks und ja, lest es euch davor durch, bevor ihr euren Charakter auswählt. So, jetzt muss ich selber gucken, was kann er? Raketen schießen, ja, so Feuer ausspucken, dann, was ist das hier? Ah, mehrere Raketen schießen, okay, das ist halt Damage-Dealer. Und halt hochschießen, das ist ein bisschen wie Junkrat, nur ohne Fallen. Okay, und ihr könnt während des Spielens auch immer solche Perks noch reinpacken. Aber ich hab's jetzt auf Automatik gemacht, weil ich hasse es, immer währenddessen einzustellen. Und ich mach mal kurz das Spiel leiser. So, hier geht's direkt los. Wir spielen einfach ganz normal durch Erobern. Das kennt, glaube ich, jeder. Digga, ja, keine Chance. Direkt in so einem Damage-Dealer. Das sieht ja so mega beschissen aus. Digga, hör auf mich zu verfolgen. Immer einer diesen Bastard hier töten. Au. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich will einen Kill machen. Jawohl, ich hab einen Kill gemacht. Oh, nein, ich bin gleich tot. Ja, lass mich doch springen. Oh mein Gott, habe ich mich doch gerettet. Jawohl, das sah doch super aus. Jawohl, nice. Aber schnell weg hier. Spawnt hier. Oh Gott. Oh. Die Leute machen ja schon guten Spaß. Nein, ich hatte eine Mordserie 3.
Das ist hier in diesem Spiel sehr besonders. Mal einfach mal ein bisschen von oben hier rein und jetzt komm ich. Oh Gott, okay. Das war's. Ich bin tot. Was? Was habe ich da gemacht? So, ich habe jetzt Ulti. Schon näher ran an den Mann. LOL! Der bringt den direkt um. Wie geil ist das denn? Keine Ulti. Digga. Ja klar, hat er mich gekillt. Aber ich könnte auch während des Spiels nicht den Charakter wechseln, was ein bisschen strategisch das Spiel macht. Was ich halt auch mag. Ja, ich wollte doch weggehen, aber diese Säule stand im Weg. So, Mark 4. Oh Gott. Hier der große Spieler da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich krieg nur Assist. Macht denn hier den meisten Schaden? Oh Gott, schnell runter hier. Kann mich einer mal heilen? Dankeschön. Ich glaube, dem Team macht das ja nochmal frei und mehr Spaß. Oh, wo kommt er jetzt her? Gott, ich muss da weg, ich muss da weg. Ich geh mal weg. Okay, wir brauchen nicht mehr viel. Jawohl, sie ist down. Oh, ich habe leider nicht den Kill bekommen. Ich Junge, ich kann nichts machen. 94, 95, 96. Ja, das schaffen wir. Jawohl. Baby. So muss es sein. Ich liebe dieses Spiel. Wirklich, es macht echt Bock. Und es gibt so viele verschiedene Charaktere, die so unterschiedlich sind. Ja, hier sieht man noch, was sie alle gemacht haben. Es ist jetzt nicht Highlight des Spiels, sondern einfach nur, was sein Team alles krasses gemacht hat. Gut, wir gehen nochmal eine Runde rein. Mal gucken, welchen Modus wir jetzt haben. Bis gleich. So, Match kann beigetreten werden. Ich würde diesmal jetzt einen Tank nehmen. Ich nehme Akan, weil Akan hat mir letztes Mal richtig Bock gemacht. Also der ist wie Reinhardt, hat ein Schild, aber hat jetzt nicht eine krasse Waffe. Er benutzt jetzt keinen Hammer, sondern so eine kleine Piste. Also er ist eher so auf Distanz. Er macht mehr Vorlagen statt Abschüsse. So, jetzt habe ich's. Ihr könnt hier auch Skins so ändern, aber lieber holt euch den Season Pass. Das lohnt sich mehr, als die Skins euch einzeln zu holen. So, kann zum Beispiel, kann, oh, wie witzig, halt hier normal schießen. Ja, da ist ein Schild. Kann er mal wieder raufmachen. Und hier, keine Ahnung, verstärkt er vielleicht seine Teammates, was weiß ich. Ich habe diese Fähigkeit noch nicht verstanden. Und hier, ja, ist einfach nur so ein Dash. Und seine Ulti ist einfach, zwar seine Ulti, ich glaube, einfach so sein Schild. Wir werden es sehen. Ich glaube, es war so, irgendwie, dass sein Schild größer wird oder so. Wir werden gucken. So, diesmal spielen wir Push the Payload. Also, im Modus kennt man schon aus Overwatch sehr gut. Oh Gott, Tank vs. Tank, Hilfe. Can someone help me? Jawohl. Gut, der ist auch weg. Und jemand? Ah, oh, oh, oh. Helf mir mal. Digga, der ist der gleiche Charakter wie ich. Der spielt nicht wirklich gut. Aha, ich kann wie Reinhardt diesen Dash auf die Gegner machen. Ich dachte, das wäre einfach nur, um schnell von A nach B zu kommen. Oh Gott! Er hat das gleiche auch gemacht. So, er ist weg. Geh mal schnell zur Payload. So, Jungs. Die sind auch hier. Wo sind die Gegner? Oh, die sterben alle. Wir pushen. Oh, da kommen sie. Oh, da kommen sie alle. So, schön auf die großen rauf. Au, au. Leute, we need help.
Ja. Gut, schön rein da reinschießen. Ja, Leute, ich brauch eure Hilfe. Jawohl, gut gemacht. Der Dicke. Mach den da mal weg. Gut, Leute. Jawohl, habe ich auch mal einen Kill abgestaubt. Nice. Oh Gott, da kommen noch welche. Leute, Angriff. Stürmt die Bastille. Feuer frei. Ja, oh. Reduzierte Heilung habe ich jetzt. Scheiße, ist nicht so geil. Ja, gehen wir aber mal hier lang. Oh, der Dicke, der kommt. Ja, was ist hier für ein Tober-Ober? Geh weg. Au. Geh weg hier. Was willst du? Das ist die stärkere Variante von mir. So ein Quatsch. Nichts zu suchen. Warte. Noch nicht. Oh Scheiße, hier sind viel zu viele. Scheiße, ich war viel zu solo. Ja, ich hasse den Typen. Was ist denn? Komm, geh weg. Hab dich! Hab deinen Kopf! Ja, jetzt ist Ende! Ja! Weiter, Leute! Ja, das Game macht so Bock. Oh, er ist auch weg. Gut. Die Großen sind weg! Nur noch die Kleinen, Leute! Ja! Was? Es gibt noch eine Runde! Sag das doch gleich. Okay, noch eine Runde. Gut, diesmal müssen wir jetzt hier die Ladung stoppen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Aber Hauptsache, wir beschützen die Ladung. Hier der große, Leute, der große. Mach die da mal weg. Jawohl. Das war's. Wenn mir nicht einer einmal hilft. Hallo. Oh, sie kommen alle. Die Kinder von dem. Oh Gott. Ja, wenn ich Doppelpistolen lässt, richtig aus. Leute, haltet die Payload auf. Wieso steuert denn jemand nach hinten? Das wäre richtig schlimm. Digga, wieso haben die jetzt so viel Schaden gemacht? Endlich haben wir mal das Teil wieder unter Kontrolle. Müsst ihr zurückschieben? Ja, wir schieben es zurück. Weg damit! Und Gold. Das wollen wir nicht haben. Und diese Tanks, können die sich nicht einfach vergraben? Digga! Du hast sie nicht zu suchen. So. Da in der nächste Dicke. Da kommt er wieder angerannt. Okay, noch eine Minute. Scheiße, die Dinge sind hier. Ja, das war's. Jetzt schaffe ich nicht. Junge, wo sind denn die anderen? Warum bin ich schon wieder der Einzige, der gegen diese Dicken kämpft? Leute, die haben es geschafft. Die haben es geschafft, die beiden Dicken zum Sterben zu bringen. Ich kann nicht reden. 15 Sekunden noch. Leute, das schaffen wir.
fuck, das wird so knapp. 92% haben wir. Ah, 7, 6, 5. Ja, ja, das schaffen wir, Leute. Jawohl! 10 Champions auf Meisterstufe 5, Junge. Ich hab mein Achievement bekommen. Ja, man kann auch bei jedem Charakter so Level aufsteigen und desto mehr Level man aufsteigt bei einem Charakter, desto krassere Belohnung bekommt man und desto krasser wird der eigene Charakter. Das kann man bei jedem Charakter machen. So Leute, das war die erste Folge oder ja, das erste Video zu Paladins. Ich mag das Game wirklich und hab mega Bock vielleicht noch ein paar mehr Parts darauf hochzuladen. Wenn ihr selber Bock darauf habt, ja, holt es euch, ist kostenlos. Ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns bei dem nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.